So, dann die Paris-Pension. Wir waren halt nur am Sonntag in der Mall, weil ich dachte, halt nicht viel offen. Hab mich ein bisschen geirrt. Der eine Comicladen hatte zumindest offen, aber es gab widersprüchliche Angaben bei Google und deswegen wollte ich es nicht riskieren, dass wir da hinfahren eine Stunde und dann der doch geschlossen hat am Montag. Also einen Tag später habe ich dann Antwort vom Social Media Twitter-Team bekommen, dass er offen gewesen wäre. Aber so läuft es halt manchmal. Deswegen waren wir in der Mall, haben uns mal den örtlichen Supermarkt angeschaut und dann ein bisschen was gekauft. Ja, deswegen hält sich die Ausbeute hier in Grenzen. Aber ich habe trotzdem ein paar nette Sachen gekauft. Denke mal für meine Schwester, was Pinkes aus Paris. Hier muss ich noch entscheiden, wer diesen schicken Macaron Schlüsselanhänger bekommt. Finde ich irgendwie ganz süß. Dann eine Spider-Gwen, weil bald kommt ja Across the Universe. Aber das ist aus Spidey and the Amazing Friends und ich wusste, habe bisher noch nie gesehen, dass es Gwen als Plüschfigur gab. Deswegen habe ich sie mir gekauft. War auch gar nicht so teuer. Nur ein Zehner oder so stand auf dem Bon. Ja, jedenfalls cool. Dann war ich in so einem Laden, die hatten solche Stencil-Alben und dieses hier war reduziert mit einem netten Wiener Dog. So hieß, glaube ich, der Laden. Koeda, Made in Paris. So wie es schien, war die Lady an der Kasse auch diejenige, die es macht. Und dann habe ich mir als Fotoalbum hier noch das hier gekauft. Ähnlich. Fotoalbum, Erinnerungsalbum, vielleicht. Mal sehen, ob das überhaupt hinhaut, dass man da so ein paar Sachen reinmacht. Aber ja, Eiffelturm. Eiffelturm haben wir diesmal tatsächlich auch nicht besucht, weil dann auch keine Zeit mehr dafür da war. Und wir hatten ja auch 2019 schon Eiffelturm ausgiebig gesehen und dann im Sommer und dann war es ganz cool. Was aber in einem dieser Supermärkte auch drin war, der eher so wie so ein Target angelegt war oder ein Walmart von der Größe oder ein Real oder ein Kaufland, war das hier. Kingdom Come in einer französischen Edition. Ihr wisst ja, wie sehr ich Alex Ross Kram mag. Und das ist jetzt so in einem Taschenbuchformat vom Verlag Urban Comics, DC Black Label, ist das jetzt wohl offiziell Kingdom Come. Und genau, das ist das ganze Ding, was bei uns so als Trade $20 kosten würde oder so. 20, $25 oder sagen wir auch mal so viel Euro. Und das gibt es hier in dem Taschenbuchformat. 224 Seiten, 6 Euro. Das finde ich schon krass. Dann gab es da auch noch Batman, The White Knight oder so ein paar andere Sachen in dem praktischen Format. Aber ich habe mir dann noch V pour Vendetta mitgenommen. Alan Moore, David Lloyd, habe ich natürlich auch als englische Variante. Aber ah, ist das Cover auch hier ganz nice. Und ich habe nicht auf den Preis geachtet. Aber ich dachte auch, ich hatte erstmal nur Kingdom Come gesehen und für 6 Euro. Dann dachte ich mir auch, ach, nehmen wir V pour Vendetta auch noch mit. Ist nice to have. Und das sind 352 Seiten, also fast doppelt so dick. Und für 99 gibt es das Ganze. Ja, also das finde ich schon irgendwie nice. Hätte ich jetzt gewusst, dass ich keine Comics kriege wegen des Streiks, dann hätte ich vielleicht noch ein oder zwei mehr Bände mitgenommen. Es gab da auch einen coolen französischen Mecha-Titel. Naja, vielleicht sehe ich den in Berlin irgendwann mal. Also Mecha im Sinne von mechanische Swords, Bots. War so ein Hardcover. Muss ich mal gucken. Immerhin das jetzt mal als französische, als amerikanisch-französische Comics in meiner Sammlung mit dabei. Ja, so viel Französisch lesen könnte ich ja sowieso. Also ich hatte zwar viel Schulfranzösisch, aber so viel verstehen würde ich davon gar nicht. Deswegen ist das eher so nice to have, was ich mir da mitgenommen hatte. Ja, das war der Haul aus Paris. Der etwas schmaler ausgefallen ist wegen Streik. Aber egal, in Berlin habe ich auch viele Comics und Comicläden-Möglichkeiten. Und via eBay und sonst was kommt da auch einiges zusammen, also bin ich nicht allzu traurig darüber. Like, subscribed, kommentiert, was fandet ihr am coolsten, was es da gab, was hättet ihr am liebsten, selber gerne und bis zum nächsten Video dann. Wahrscheinlich gibt es ein paar Disney-Specials, wahrscheinlich kommt noch was zu Crossovern. Muss ich mal gucken, ja, denn jetzt ruft die Arbeit wieder, dann muss ich schauen, wann ich dazu komme. Aber ja. Das ist alles hier noch auf dem Kanal geplant. Bei Serienjunkies könnt ihr momentan
die Werbung darf mir erlaubt sein, die Reviews zu der fantastischen Serie The Last of Us lesen und im Podcast hören. Und ja, da wäre ich auch natürlich über Feedback erfreut. Sagt's weiter. Wenn ihr mich von Serienjunkies kennt, dann abonniert mich hier gerne. Es wird hier natürlich nerdier als dort und comickier und Disneylandiger und alles, was ich mag. Actionfiguren, Comics, Toys, all das findet ihr hier auf Awesome Art bei YouTube. Und dann sehen wir uns demnächst wieder. Bis dann. Ciao.